Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm mit mir, dem Tante Günther, aka Günther Shadow und unserer Kampftruppe, die wir etwas neu aus- bzw. umgerüstet haben. Dazu sage ich gleich was. Ich denke erstmal, wir könnten unsere Basis wieder verlassen. Und heute testen wir nochmal ein bisschen unsere... Oh, ich kann gar nicht mehr nach Brandenburg. Nein, ist nicht wahr. Da kann ich jetzt keine Zufallsbegegnung mehr machen. Aber ich denke, vielleicht kommen wir nochmal hin. Machen wir noch ein, zwei Zufallsbegegnungen in England, beziehungsweise hier in Schottland, würde ich sagen. Ja, genau. Wähl erstmal alle aus und verbirg sie bitte. Hallo, verbergen? Verbergen. Ah, das geht wahrscheinlich nicht, weil einer schon entdeckt wurde. Okay. Ja. Dann machen wir doch Folgendes. Günther, du kannst dich sowieso nicht verstecken. Dann kannst du auch direkt auf den Typen hier schießen. Oh, yes. Sehr gut. Kritische Verletzung. Perfekt. Also, perfekt für uns. Nicht so gut für die, ne? Ist klar. Klaus. Wird gemacht. Lauf mal du nur einen Schritt vor, stell dich neben Günner und nein, behalt deine Waffe. Und das ging schnell. Du kannst direkt mal nachladen. Okay. Eine wichtige Neuerung ist die Waffe von Rocco. Eine Suomi M1931 Maschinenpistole. Sie gilt, ist übrigens ein finnisches Modell. Suomi klingt auch irgendwie so ein bisschen japanisch, finde ich. Aber es ist ein finnisches Modell. Und die Suomi gilt als eine der besten Maschinenpistolen im Zweiten Weltkrieg. Zusammen mit der PPSH 41, die von der Sowjetunion hergestellt wurde. Aber sowohl die PPSH wie auch ihr Vorgängermodell, die PPD40, waren nach dem Vorbild der Suomi konzipiert worden. Warum war die Suomi so wichtig und warum war die so gut? Die Suomi hat verschiedene Schussmöglichkeiten. Und das ist auch hier umgesetzt worden. Es gibt den Einzelschuss und hier eben so Schnellschuss, Zielschuss und eben den Salvenschuss. Also man konnte diese Modi durch einen Regler bei dieser Waffe verändern, was sie also taktisch sehr überlegen machte. Und noch eine weitere taktische Komponente kommt hinzu durch das Trommelmagazin. Die Suomi hatte so eine Ladung von... Scheiß, Telefon, ja. Durch das relativ große Magazin war die Suomi auch in der Lage, eine sehr, sehr hohe Feuerrate und, naja, beziehungsweise eine sehr, sehr hohe Feuerdauer zu produzieren, was sie wirklich sehr, sehr gefährlich machte. Und sie war eben so gefährlich, dass sich die Sowjetunion gedacht hat, so ein Ding brauchen wir auch unbedingt. Und daraufhin wurde dann von Georgi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Georgi Spagin, ein ähnliches Modell entwickelt, das dann eben bekannt wurde als PPSH. Okay, Kenko, ich weiß jetzt nicht, ob du da so stehen bleiben willst. Machen wir es doch jetzt mal so. Ich sag mal, jetzt versteckt sich erstmal die ganze Welt wieder. Und nimm die doch mal gerade mit. Lass sie mal rennen. Comprendere. Und lauf doch mal hier rüber. So, also es sieht aus, als würde das hier eine eher kürzere Begegnung werden. Gucken wir mal, was passiert. Dieser Krieg hört wohl nie auf. Rocco kriegt einen Interrupt, weil da noch jemand aufgetaucht ist, aber den werden wir nicht nutzen. Er hat halt jemanden entdeckt. Ist der. Das klingt auf jeden Fall mal gefährlich. Das scheint. War das eine. Das war aber keine Lee Enfield, oder? Das sieht aber aus wie eine Enfield. Ah, gut, gut, gut. Da ist nochmal so ein M1. Genau, zu dem M1 kann ich an der Stelle auch noch schnell was sagen. Das M1 ist nämlich. Also Karabiner, ne? Ist eigentlich kein Gewehr.
der Achsenmächte, sondern es ist eine amerikanische Waffe. Es wurde entwickelt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, als Kompromisswaffe für mittlere Distanzen bis 275 Meter. Und es war sehr beliebt bei allen sehr mobilen Truppen, wie zum Beispiel bei den Luftlandeeinheiten, weil man dort eine gute Verteidigungswaffe brauchte. Und es gab halt eben das Problem, dass seinerzeit in der bei den amerikanischen Streitkräften war es halt oft so, entweder gab es halt Maschinenpistolen und Pistolen, aber es gab halt nicht so ein, so, oder eben diese Scharfschützengewehre, zum Beispiel das Garand, was ja sehr, sehr schwer, ein sehr schweres Gewehr ist. Aber es gab halt nicht so eine Kompromisslösung und das hat man versucht mit diesem M1-Karabiner zu entwickeln. Und eben als Zweitwaffe und Verteidigungswaffe war es sehr beliebt und genau so wollen wir es hier auch benutzen, nämlich als Zweit- und Verteidigungswaffe für unsere gute Karren. Ja, weiter geht's mit euch Zweien. Jetzt bin ich noch gefährlicher. Okay, Günther kann sich nicht verstecken, weil er entdeckt worden ist. Aber Klaus, du kannst auf jeden Fall mal hier noch ein Stück vorlaufen. Ja, noch mehr Ziele. Knie dich mal hin. Die Oha. Laufen wie Schafe durch mein Visier. Da hat er tatsächlich noch einen entdeckt. Weißt du was? Visier den mal an. Und Günner, wenn du dich eh nicht verbergen kannst, dann lauf mal hier rüber zu diesem Gebüsch. Feindgesichter. Scheiße. Oh, fuck, Alter. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Wenn man hart arbeitet, kriegt man ein Messer. Geh mal hier in Deckung. Okay. Rocco. Ich zeige euch jetzt mal gerade diese überlegene Feuerkraft der Suomi, wenn ich noch ein bisschen näher rankomme. Der Feind kann mich sehen. Okay, dann machen wir es gerade ein klein wenig anders, Kenko. Mach mal Feierabend mit dem Mittlerweile Typen. Mittlerweile kriegt wohl jeder eine Uniform. Ey, aber ohne Scheiß. Da hat der Klaus nicht Unrecht. Oh, ich sehe eine Steigerung. Muss man wieder der Arzt, muss man wieder das kann ich nicht machen. Den Killer spielen, ne? Das Problem ist gerade, da müsste ich jetzt die Position von Karm ändern. Feind gesichtet. Bam. Arrivederci. Okay. Ja, arrivederci stimmt tatsächlich. So. Und jetzt, der Typ hat ja eben schon geschossen. Jetzt zeige ich euch mal, wie wunderbar diese Somi ist. Mal ruhig einen langen Feuerstoß. Nur Fahrkarten geschossen. Nicht Fahrkarten, nur Volltreffer gelandet. Aber die macht halt so richtig schön viel Schaden. Das ist so cool. Die PP-Scha gilt übrigens auch als eine der besten Maschinenpistolen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich denke, auch wenn wir da mal die Finger dran kriegen, werden wir auf eine PP-Scha umsteigen, weil die eine noch höhere Feuerrate hat. Die schießt also noch mal schneller. Wird man auch besser. Okay. Günner, du bist aufgeflogen, aber ich weiß noch nicht, vielleicht. Ah, warte mal, Klaus, du hast doch vorhin einen Typen ins Visier genommen. Ja, der ist auch noch drin. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Die laufen wie Schafe durch mein Visier. Das war er. Diese Mission hier, die ist nicht ganz ungefährlich, habe ich den Eindruck. Hm. 82%. Sehr gut. Genau. Shit, fuck. Bleib da. Bleib bloß da.
Weißt du was? Leg dich hin. Okay, Rocco. Du tarnst dich. Und nimmst Deckung da drüben bei diesem Baum. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Oh shit, Alter. Ey, hier sind sau viele britische Soldaten unterwegs. Also das sah vorhin noch nicht ganz so gefährlich aus. Komm. Du tanzt dich mal jetzt nicht, sondern du läufst einfach direkt drauf los. Mittlere Distanz. 29% Trefferchance. Aus der Hocke. 50. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Kenko, was machen wir mit dir? Ich gehorche. Pass auf. Visier den Burschen mal an. Wenn er stehen bleibt, dann will ich, dass du ihn tötest. Karm befindet sich ja noch in der Hocke. Und was haben das heißt, Gary kann nicht über sie drüber schießen. Warum auch immer. Es stand da doch eben, dass das noch ginge. Na ja, egal. Warte mal. Oh, 2% nur. Oh, scheiße. Okay, dann nimm doch das Teil hier. Und wie sieht den Burschen an? Okay, Günner, deine Zeit. Deine Runde ist dran. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Du hast dich nicht dafür gemeldet, von Günner quasi aus dem Hinterhalt plattgeschossen zu werden. Das finde ich sehr löblich. 100%, 94%. Sehr gut, Klaus. Sehr gut. 67. Pack mal noch 10 AP drauf. Oh, fuck you! Ohne Scheiß. Ey, Gary. Ich bin gerade ultra sauer. Okay, du hast mich wieder versöhnt. Ja, pack nochmal 10 AP drauf. Okay, fein. Jeder neue Sonnenaufgang versprich Fortschritte. Da war nur ein einziger Schuss noch drin, okay. Keine Sorge, ich tue so, als hätte ich nichts gesehen. Das ist gut. Scheiße. Perfetto! Okay. Ja, das kann man sagen, das war wirklich ziemlich gut. Günner kann sich nicht tarnen. Aber ich glaube, der liegt da hinter den Büschen ganz gut. Nur für den Fall. Genau. Genau für den Fall nämlich, dass da noch so ein Assi ist. Das kann ich nicht machen. Ja, dann lass es. Nur eine kleinere Verletzung. Volle Ladung. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Günner, bleib da mal noch hocken. Bleib da mal noch hocken. Das ist nicht so schlecht. Klaus. 94%. Sehr guter Treffer. Wir werden uns alle töten. Rocco. Nee, Karm. Nee, Kenko. Wie viel hast du denn? 29.
62 ist okay. Banzai. Banzai. Ich glaube, er sagt auch Banzai, aber sie haben einfach nur Bonsai drunter geschrieben. Ich glaube, es ist einfach nur ein kleiner Fehler bei der bei den Untertiteln. Heil mal gerade den Kenko. Ich bin ein guter Arzt. Das ging schnell. Dann lauf mal Richtung Günner rüber. Na und? Kam, du lädst noch nicht nach. Du wirst nämlich erst einmal schauen, ob sich hier im Gebüsch noch jemand befindet. Ich habe früh angefangen und werde immer besser. Sieht nicht so aus. Rocco. Versteck dich mal. Du stehst da eigentlich ziemlich gut. Lad mal nach. Gary. Heil mal den Günner. Du lädst auch nach. Du lädst auch nach. Du lädst auch nach. Wir brauchen aber für Kenko auf jeden Fall noch ein anderes MG. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Teil, was er momentan hat. Du wirst es schaffen. Da sind wir eigentlich gut rausgekommen aus der ganzen Kiste. Dann sollten wir uns jetzt nochmal schnell die Waffen anschauen, die so dabei hatten. Das macht am besten mal Günner. Der hat nämlich schön viel Platz im Inventar. So, was haben wir da? M1 Karabiner. Nehme ich natürlich direkt mit. Ne, MAS 1936 mit Ladestreifen. Statisches Pulver und Wundpflaster. Nehme ich die Wundpflaster nehme ich mal mit für Gary. Das Karabiner-Ding. Wundpflaster. Das ist noch eine MAS. 26, 34, 20, 28 zu... Nee, da ist das G41 aber besser. Wobei es kann sein, dass die Projektile deutlich mehr Schaden machen. Schaden 31 zu 33. Okay, wir nehmen ein MAS, nehmen wir mit. Und hier holen wir uns einfach nur die Magazine raus. So, da ist noch so ein Teil. Ich arbeite hart, um besser zu werden. Da ist noch ein M1 Karabiner. Ich entlade die mal alle. So, und dann schmeiß mal eins nochmal weg. Und hier aus dem MAS 1936, da holen wir uns auch noch das Zeug raus. Weil es kann halt sein, was sind es denn für... Das sind 7,5 mm MAS-Clips. Ja, es kann sein, dass wir die für andere Gewehre, also Beutegewehre, sage ich schon, für andere Beutewaffen könnte es sein, dass wir die dann nutzen können. Da ist eine Mauser M29. Der hatte eine Mauser? Okay. Na ja, gut, aber so ein Teil haben wir schon. Alles klar. Dann haben wir da sehr viel sinnige Sachen mitnehmen können. Zeig mir nochmal gerade bitte bei Kenko. Ja, gut, der hat das eine Magazin aufgebraucht. Er hatte vorhin noch ein Magazin dabei, da war nur noch ein Schuss drin. Das war ja echt super doof. Ja, schauen wir schnell die Waffen durch. Sieht alles gut aus. Dann mache ich an der Stelle mal einen kurzen Cut. What? So, da sind wir wieder. Wir haben diese kurze Mission auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Ja, diese Zufallsbegegnung hier. Speichern an der Stelle auch gleich nochmal. Gary kriegt ein eisernes Kreuz zweiter Klasse. Sehr schön. Kenko kriegt ein Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern. Rocco kriegt ein eisernes Kreuz zweiter Klasse. Und er kriegt noch ein Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern. Klaus übrigens auch. Okay. Ja, lauf bitte dahin. Ganz, ganz schnell. Na und? Okay. Es könnte sein, dass das hier... ich weiß nicht, ob das diese... Ich muss mal gucken. Es gibt in Schottland gibt's ein paar
krasse Begegnungen, die wir auf jeden Fall auch noch machen sollten. Hast du eigentlich schon dieses kontrollierte lange Salve? Schnellere kurze Salve hast du. Ah ja, wunderbar. Wir könnten auch Einzelschüsse abgeben, aber ich glaube, die schnellere kurze Salve ist hier sogar zielführender. Das war nur eine Frage der Zeit. Okay, das war nice. Geh in die Hocke. Jetzt lauf mal hier ein bisschen um die Ecke. Soldat, das ist. Oh, fuck, einfach. Der kriegt einen Interrupt. Wenn man hart arbeitet, wird man auch besser. Der scheint auch eine Mauser zu haben. Ups. Auf die Distanz müsste Klaus eigentlich unüberwindbar tödlich sein. Das Problem ist nur, ich habe keine gute Möglichkeit, hier zweimal hintereinander zu feuern. Vorsicht! Du gibst grundlos deine Position preis. Oh! Stopp! Rennen bitte. Alles andere ist doof. Ja, endlich mal. Okay, ich sehe schon, Kar muss das wieder machen. Na und? Ich habe leider zu früh geschossen. Ich habe nicht gesehen, dass sie so wenig, Chancen hat, hier zu treffen. Wird gemacht. Gary, exekutier ihn. No, ich habe das falsche gedrückt. Ist egal. Okay. Ich wollte nicht mit der Pistole angreifen. Oh Mann, Günner. Hast du noch die Möglichkeit, nochmal auf ihn zu schießen? Damit jedenfalls mal nicht, ne? Nee, komm, behalte dein MG. Und lauf vor. Ah, ist nicht mehr als ein größerer Kratzer. Hoffen wir das. Oh, der hat eine Sten, oder? Dieser Feind. Und denkst du jetzt, oh Scheiße, die Knarre von dem Typen ist größer als meine. Okay, Gary. Dieser Krieg hört wohl nie auf. Ich gehe davon aus. Mach ihn kalt. Fein. Und guck bitte weiter in die Richtung. Confermato. Wer hat alle diese Gäste eingeladen? Ich weiß es nicht, aber ich sag mal, er wird sich nicht über seine Einladung freuen. Dafür habe ich mich gemeldet. Kengo. Kam. Bueno, ich habe mich verbessert. Du guckst jetzt bitte, da muss irgendwo noch einer sein. Na also, da ist er doch. Okay. Immer mehr Soldaten. Verdammter Interrupt. Zu sterben.
werden uns alle töten. Okay. Gary muss mal wieder die Wundpflaster auspacken. Verarzte dich mal. Nein, bitte nicht schießen. Verarzte dich mal gerade selbst. Und als jetzt verarztest du bitte Kenko. Vorteile. Ich bin ein guter Arzt. Du wirst es schaffen. Okay, dem Magazin, bla bla bla. Da ist so eine Kiste an Bord von diesem Truck. Wie komme ich da dran? Ich glaube nämlich, wenn ich hier dieses Explosivfass irgendwie da kaputtballere, dann komme ich da nicht ran. Ich probiere mal gerade ein bisschen rum. Erstmal läuft die mal alle hier rüber. Komm, hier, hör mal auf. Beende mal den Kampf. Oder wir machen es gerade mal so. Wähle alle aus, alle verbergen und alle bitte rennen. Und Karte hoch. Okay, da oben gibt es nichts. Die hatten alle Stents. Ein Mauser-Clip. C96 Mauser. Ja, ich weiß nicht. Okay, so, Kenko. Kämst du da schon ran? Nein, kommst du nicht. Ich glaube, also es gibt die Möglichkeit, dass bei diesen Dingern mal Waffen drin sind. Ich muss auch mal gerade schauen, wie man da am geschicktesten rankommen. Ohne, dass das Ding halt komplett explodiert. Aber wir werden jetzt erstmal so eine volle Salve abgeben. Ja, jetzt wird wahrscheinlich nicht mehr viel da zu holen sein, oder? Nicht so ganz, ne? Ich habe da eben irgendwas mit Figur gesehen. War ich das? Ah ja, hier, okay. Laden wir nochmal gerade. Teste mal bitte. Okay, lauf da weg. Genau. Und, ist was drin? Ich kann da nichts sehen, ne? Oh, ich sehe eine Steigerung. Kommst du hoch aufs Dach? Nee, auch nicht. Auf die Motorhaube. Zu Befehl! Mach mal diesen. Ich weiß nicht, ob man das aufschießen kann. Ich versuch's auf jeden Fall mal. Also es scheint aber geklappt zu haben ansonsten. Okay, ich mache das offscreen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir machen noch eine Zufallsbegegnung, würde ich sagen, oder zwei. Und dann machen wir mit der nächsten Mission weiter. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss.